Gratulation zu diesem Sieg. Wie fühlt sich der Sieger vom Luzerner? Ja, super. Es ist einmalig, ein Serie-Fest zu gewinnen. Und vor allem mit diesem Notenblatt, ja, bei diesem Teilnehmerfeld. Ab wann hast du gespürt, dass es etwas werden könnte mit dem Sieg heute? Ja, ich schon gestern. Ich habe mich super gefühlt. Und dann nach dem schnellen Sieg im ersten Gang, habe ich schon gewusst, dass ich super Zweck bin. Jetzt als ausserkantonales Luzerner zu gewinnen, ist das eine besondere Bedeutung für dich? Ja, das ist sicher schon speziell. Ja, an meinem Festführer noch erkundigt, der hat schon lange nicht mehr in Bern gewonnen. Und ja, das ist sicher speziell. Jetzt, wie geht die Saison für dich weiter? Was sind die nächsten Highlights? Ja, jetzt kommt das Berner Jurassische am 27. Juni, dann kommt das Berner Kantonale. Das ist, glaube ich, am 11. Juli. Und dann noch der Brünig und dann, ja, kommt schon das Eidgenössische. Sprichst du es gerade an, das Eidgenössische? Was sind dort so für Ziel gesetzt bei dir persönlich? Ja, sicher ähnliche Leistung wie vor 3 Jahren. Und wenn es in den Schlussgang reicht, wäre es natürlich super. Ja. Danke vielmals für den Fall.